Bezahlen die EU-Länder russisches Gas bald in Rubel, wie von Wladimir Putin gefordert, oder verzichtet Europa gänzlich auf Gaslieferungen? Das wird auch heute Streitthema auf dem EU-Gipfel sein. Schluss mit Kohle, Gas und Öl aus Russland, und zwar sofort, fordert der deutsche Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Ein Embargo sei wirtschaftlich vertretbar, es würde zu einer mittleren Rezession führen, ähnlich wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Das könne Deutschland stemmen. Um schnell unabhängig von russischem Gas zu werden, müsse Deutschland wieder stärker auf Braunkohle und Atomenergie setzen, fordert FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki.